Das ist der Karate-Wettbewerb des Jahres. Der SC Siemensstadt öffnet seine Tore für den internationalen deutschen Wado Cup. Mit dem Wado Cup ist Premiere, findet hier zum ersten Mal statt. Der Wado Cup an sich schon eine alteingesessene Veranstaltung. Wir freuen uns sehr, dass wir Teams aller Altersklassen haben, von jung bis alt und auch eine internationale Herkunft. Extra aus England angereist sind Trainerin Katrina Wilson und ihre Schützlinge. Für die jungen Karateka ist es der erste internationale Wettkampf. Normalerweise fahren wir nur in England herum, aber mal mit dem Flugzeug in ein ganz anderes Land zu fliegen, war toll für sie und sie haben es geliebt. Der Cup zieht viele internationale SportlerInnen an, obwohl bei diesem Wettkampf nur einer von vier Karate-Stilen ausgetragen wird. Jede Stilrichtung führt ihre eigene deutsche Meisterschaft aus. Und darum ist es nur ein Cup, weil es halt keine offizielle Meisterschaft im Meisterschaftssinne ist. Aber die sind für Qualifikation für international wichtig und darum haben wir auch das deutsche Nationalteam hier. Teil des deutschen Nationalteams ist auch Maximilian Rednitz. Er ist bereits seit 6 Jahren begeisterter Karateka. So, beim Karate lernt man natürlich, wie man sich verteidigen kann, auch die Technik dafür. Und bei Wettkämpfen kann man sich gegen andere messen. Das macht sehr, sehr Spaß. Die Freude ist klein und groß anzusehen. Doch das ist noch nicht alles, denn der Wado Cup empfängt an diesem Samstag noch einen Ehrengast. Ja, ich bin natürlich heute als Bezirksbürgermeister hier, habe aber eine Geschichte mit dem SC Siemensstadt. Das ist im Grunde meine sportliche Heimat und habe hier selber Jugendarbeit gemacht und freue mich einfach, was auch Matthias Brauner als Chef des Vereins mit Antje Engel und anderen Vorstandsmitgliedern auf die Beine stellen. Und so eine tolle Veranstaltung wie heute ist einfach wunderbar. Herzlichen Glückwunsch an den SC Siemensstadt. Im Sportzentrum Siemensstadt finden sich beim Wado Cup 2023 Karateka aller Altersklassen und Nationen, die viel können, aber auch viel Spannung und Leidenschaft auf die Matten bringen.